Moin, liebe Leute, und auch heute, liebe Landratten und. Der Toni zieht sich um. Und willkommen zurück zu Star Trek Online. In der Romulaner-Kampagne. Leicht durcheinander gebracht. Danke. Ja, tut mir leid. Ich dachte, ich ziehe mich ja um, aber in die Vergangenheit reisen und alles mit romulanischer Uniform fällt es vielleicht auf. Ja, aber da haben die Romulaner doch andere Uniformen getragen. Dieses lilane mit Schärpe. Stimmt, richtig. Die spitzen Ohren könnten vielleicht. Na gut, dann gehen wir als Vulkanier durch. Ja. Du vielleicht. Hab ich was vergessen? Eigentlich? Moin Moin, Leflüt. Auf jeden Fall. Genau. Schöner Anfang, ja. Schöner Anfang. Kann gut werden. Kann nur so. Besser werden, genau. Gespenster, jetzt geht's aber weiter, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Alles Alte ist neu. Folgen Sie dem Rätsel zu einem Ort, an dem alles vertraut, aber doch nicht alles gleich ist. Holen Sie sich die Hilfe einer Legende und decken Sie den Plan der Davidianer auf. Ich denke genau. Auch, ja. Dann rufen wir mal. The Davidians must have found some way to generate a portal at the station, so that they can feed on the humans in the past. While the humans are no friends of ours, a shift in the balance of power in that sector of space could have drastic repercussions. There is no telling if it would be positive for the Empire or not. We cannot take chances. You must head through the Davidian portal into the past and find out how they are creating the temporal fluctuations. Oh, and just in case, don't kill anyone. We wouldn't want to accidentally change the course of history. Keep your team small, for similar reasons. Na dann. Akzeptieren? Was ist denn das für ein Punkt, Nivandon? Das ist auf der gegenüberliegenden Seite vom Punkt auf der Tastatur. Wie kriegt ihr das hin? Tja. Ich akzeptiere mal. Everything we do is for the Empire. Akzeptieren. Zum Glück müssen wir nicht nochmal durch die ganzen Gänge laufen. In der Gegenwart. Ja, da haben wir jetzt ja deaktiviert den Computerkennbereich und alles. Genau. Zweimal wohl bemerkt. Genau. Just to make it true. Richtig, richtig. Ach, diese Ladezeiten. Lustig. 1, 2, 30, 40. Eine ordentlich modulierte Energieentladung sollte uns die Verwendung dieses Portals ermöglichen, um die Davidianer durch die Zeit zu folgen. Wenn wir erst einmal da sind, könnte es jedoch etwas schwieriger werden, zurückzukehren. Wir sollten so wenig Leute wie möglich mitnehmen, um die Chancen auf eine... Verzerrung der Verzerrung. Zeit, die kann. Genau, danke. Genau. Ja. Ich finde, das blinkt so cool. Ja. Was hat es vorhin das auch getan? Weiß ich gar nicht. Egal. Da war es blau alles hier, da habe ich es nicht so mitbekommen. Stimmt, richtig. Ja, dann. Nehmen Sie das Portal in die Vergangenheit. Also da hast du gerade ein Ladebildschirm hinter dir. Ja, genau. Das wäre mal das nächste. Hast du die Update. Karte? Die Karte? Welche Karte? For the drink. Oh, nee, warte. Ein alter Cheater. Ja, das kann sonst echt eine Viertelstunde dauern, bis man da das Richtige gemixt hat. Suche. Alles Alte ist neu. Wir sind noch immer auf der Drosana-Station, Sir, nur in der Vergangenheit. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Captain. Wenn wir die Station beschädigen oder unnötiges Blut vergießen, könnten wir die Zeitlinie unwiderruflich schädigen. Ich persönlich würde mir die mir bekannte Zeitlinie dem Unbekannten und Unvorhersehbaren vorziehen. So rum. List und Klugheit sind diesmal unsere wichtigsten Waffen.
Stellen Sie Waffen auf schwere Betäubung ein. Wir sind noch immer im Computerkern, Captain. Seltsam, ich frage mich, warum niemand hier ist. Vielleicht sind wir zu spät. Die Dividianer haben vielleicht bereits alle auf der Station getötet. Na, wir wollen Teufel noch nicht an die Wand warten. Wenn wir die richtigen Teile finden, können wir vielleicht einen Subraumfeldemitter reparieren und eventuell einen Hinweis darauf erhalten, was die Dividianer hier tun. Aber die Verwendung der Technologie aus dem 23. Jahrhundert macht alles viel schwieriger. Die Föderation hat die Möglichkeit zur Erkennung von Subraumabweichungen, welche die Dividianer nutzen, gerade mal vor einem Jahrhundert entwickelt. Ich erstelle eine Außenrüstungsliste, die wir nutzen können, um das Sensor-Array der Drosana-Station genau abzustimmen. Vielleicht finden wir die Reglerkomponenten irgendwo in der Nähe des Computerkerns und eine Induktionsspule auf der Ebene der Energiesysteme. Okay. Ach, das mit dem Drink ist erst in der nächsten Mission. Ich glaube, ich kenne die Reihenfolge. Mach mal nix. Bleib einfach mal stehen. Jo. Huch, die Kontrolle ist aber dezent dunkel. Ist extrem dunkel hier. Früher war sie mal hier alles voll. Was ich mich echt frage, die Drosana-Station, wenn ich sie mir jetzt so angucke, was ja gleich noch alles folgen wird, war ja scheinbar mal komplett in Föderationshand. Haben wir die verloren? Verkauft? Scheinbar. Oh, ich glaube, du musst da unten erst irgendwas aktivieren, sonst geht's nicht weiter. Nee. Hier an der Tür müssen wir irgendwas scannen. Suchen Sie die Tür. Kein Wunder, dass niemand hier ist. Die Station hat einen medizinischen Alarm. Nicht erforderliches Person. Nicht erforderliches Person. Personal. Nevandorn ist in die Quartiere geschickt worden und der Computerkern wurde heruntergefahren. Leider funktioniert diese Sperre in beide Richtungen. Keiner kann hereinkommen, aber wir können auch nicht hinaus. Ein Glück für uns, dass diese alten Systeme gut dokumentierte Probleme haben. Es sollte nicht so schwierig sein, die Steuerung zu überbrücken. Okay. Sir, diese alten duotronischen Computer der Föderation haben einen Speicherfehler, der sie anfällig für Überlastung macht. Eine Überlastung kann dazu führen, dass sie Prozesse verlieren, wie zum Beispiel den für das Verriegeln der Tür zum Computerkern. In diesem Jahrhundert sollte es keine Aufgaben geben, die zu einer Überlastung führen, aber es gibt da ein unrühmliches Problem des 24. Jahrhunderts mit der Warp-Geometrie, das mit der Verarbeitungsleistung dieses Computers unlösbar wäre. Wenn wir die Konsole so einrichten, dass sie die Teile dieses Problems verarbeiten, sollten sie in der Lage sein, eine Speicherüberschreibung zu erzielen, die dazu führt, dass der Computer seine Sicherheitssperre verliert. Jo. Also hier hinten ist die Energieverwaltungskonsole. Ich weiß nicht, was hinter dir ist. Ich glaube, die müssen wir zuerst. Genau, Energieverteilungssymbol, Nominalzuweisung, Steuersysteme, Bank 1, 1 läuft. Also einmal einschalten. Dann gehe ich mal nach oben. Ich überlege, dass das früher alles total ausgeleuchtet war. Ja, ne? Was ich mich die ganze Zeit frage, haben sie eigentlich diese Effekt-Sounds nochmal neu gemacht oder wo haben die überhaupt her? Ich denke mal im. Das komische Computergerappel und sowas hier, das ist ja nicht. Also, wenn es in der Originalserie vorkam, war ja noch meistens Musik oder irgendjemand hat gesprochen, also war ja nicht rein nur der Sound zu hören. Ja, aber die haben. Das gibt's ja trotzdem, also die Soundeffekte gehabt, gibt's ja auch so schon. Schon seit Jahren irgendwie mal in Dings. So. Was hast du jetzt gemacht? Ich renne hier eigentlich nur hinterher. Ja, ich guck mal, ob die Tür aufgeht. Nee, geht's über, aber irgendwie nicht. Hier hinten kann man Speicherbänke prüfen. Ah ja, jetzt. Dann was. Genau, jetzt irgendwie. Tada! Ist nicht mehr so bunt wie früher, finde ich. Nee, also es fehlt dieses Tossbunt, dieses Extreme. Alles irgendwie. Da kommt einer. Hey, was machen Sie hier? hey, was? Ich meine, wer sind Sie? Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Identifizieren Sie sich. Warte. Die Station hat medizinischen Alarm ausgerufen. Außerdem sollte niemand im Bereich des Computerkerns sein. Hey, was ist das für eine Waffe? Versuchen Sie keine Tricks, sonst muss ich Sie betäuben. Welche Waffe? Keine Ahnung. Bin ich verloren? The lift shouldn't have let you come down to this level.
How did you get here? Jetzt kann er sprechen. Aber auch nur den ersten Satz. Ja. Ah nee, doch, haut ihr das zweite auch noch, okay, Entschuldigung, ja. Ich hänge ihm nicht fest, als die Station den Alarm ausrief. Und hier ließ er mich raus. You should have used the intercom to call for assistance. It's not safe to move about the station during a medical alert. Richtig, ihr solltet zurück zu den Bereichen der Hauptstation gehen. Follow me. I'm going to call security for an escort. Aber wenn ich ansteckend bin, wäre das nicht gefährlich? I guess you're right. Look, just go up to the maintenance lift, get to the emergency medical center as soon as possible, and get checked out. There's a doctor up there who has set up a triage center for the affected patients. Danke. Ist das vielleicht eine Sicherheitssperre am Blablabla? Ja, gut. Moment. Ich sollte vielleicht eine Sicherheitssperre am Hauptzugang zu dieser Ebene einrichten. Na dann. Ich hab's nur noch mal rausgesucht. Ist sogar sehr grau eigentlich für TOS-Verhältnisse, ja. Finde ich hier gerade. Hoppsala. War da nicht irgendwie was, das... Ah ja, da ist eine Konsole, die man irgendwie... Muss man nicht irgendwie ein Sicherheitsteam hier noch irgendwo einsperren? Ja, ich war auch der Meinung, aber das kommt, glaube ich, woanders, kommt, weil hier ist gerade keins. Besuchen Sie die Konsole auf nützliche Dinge. Ist die Konsole bei dir auch zur Hälfte schwarz? Entschuldigung. Ja. Ich habe ein duodronisches Wandrelais gefunden. Ja, hier vorne ist irgendwie alles düster. Schade, weil das Ding könnten sie auch gerne irgendwie so machen, dass gerade diese großen Flächen leuchten. Ja. Von innen heraus. Also auf der neuen Station K13, die ich mir gestern angeguckt habe, ist es so. Da haben sie wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich noch alte Basteleien, wo das noch nicht geleuchtet hat. Na. Ein bisschen schade, finde ich. So, ich erkenne ein Patrouillenteam vor uns. Wenn wir uns Mühe geben, könnten wir sie in einen Hinterhalt locken. Weiter. So, wir lassen sie mal da reinlaufen. Alle Patrouillen weg. Klick und zu. Schön ist, man kann sie jetzt immer noch entriegeln und könnte sie eigentlich immer noch erschießen, ja. Überwältigen, aber muss ja nicht sein. Trotz allem, dass wir das halb Klingonen sind, bisschen nur für dich. Kann man das hier nochmal machen? Ja, nur wenn sie nochmal rauslassen. Hä? Ach, hier ist eine Konsole. Ah ja. Tür verriegelt. Hä? Der Raum ist für nix. Ja, für den Fall, dass man sich selber einsperren mag. Ach so, klar. Wann kommt das oft vor? Also. Mal guck mal, da oben ist die Kloleitung. Hab ich mir eben auch gerade gedacht. Oh je. Kavusch! Weitere terrorische Wellen in diesem Zeitabschnitt müssen Devidianer irgendwo auf der Station sein. Wo hast du die Texte denn mal her? Klingt gar nicht. Die haben sie selbst da nicht. Auch nicht. Nee, gar nichts. So was. Ist aber dunkel, ey. Nö. Reden, ausschalten. Reden, ne? War es ein Ja oder Nein? Reden Sie mit dem Fähnrich. Okay. Oh hey, you shouldn't be here. You should get up to the quarantine area. Ich bin direkt auf dem Weg dorthin. Das war ein sehr langes Gespräch. Alter! Ja. Das war eine Frau! Ja. Ich hab sie nicht erschossen. Ach du meine Güte. Warnung, unberechtigter Zugang kann zu Verletzungen und oder dem Tod führen. Für Hardwarezugang, deaktivieren Sie alle Energiehähne. Energiehähne? Vor der Wartung. Entladen Sie die statische Elektrizität, bevor Sie die Kabel berühren. Entriegeln Sie vor dem Zugriff die Sicherheitskörbe. Körbe? Lösen Sie die Datenleitung, um den Regler zu ersetzen. Okay, statische Entladungsplatte. Quatsch. Okay, nochmal. Energie unterbrechen. Statische Entladungsplatte berühren. Genau. Sicherheitskäfig entfernen, Computermonitor entfernen, Plankregler nehmen und fertig. Gut, hab's. Sehr schön. Genau. Die Frau wacht wieder auf, keine Sorge. Denke ich.
mir das angucke, ne? Mhm. Das ist doch die Art von Klimaanlage, die du auch gerne im Büro hättest. Links, rechts? Wo geht's denn hier lang? War das nicht mal irgendein Abschnitt, wo man durch die Schiffe zurückklettern muss? Das vielleicht noch. Ganz sicher war das nicht eher bei Ambassador Dingsens? Wie heißt es denn? Temporaler nee, Botschafter? Dachte man, ich dachte mal hier auch. Echt? Danke. Nehmen Sie den Wartungslift. Das ist nicht die Energieversorgungsebene, Sir. Die Sicherheitskräfte haben den Turbolift überbrückt. Sie müssen unsere Ankunft entdeckt haben. Die Sicherheitskräfte der Station werden vermutlich jede Minute hier sein. Wenn wir kampflos hier raus wollen, müssen wir uns schnell etwas einfallen lassen. Wir müssen eine Konsole finden, die wir zur Überbrückung des Turbolifts benutzen können, damit wir weiterkommen. Konsole, 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 Konsole. Genau. Ah, muss ich doch. Jeffrey Sir. Krabbel, krabbel. Eine weitere Gruppe Offiziere der Sternflotte rückt an, Sir. Wenn wir vorsichtig sind, können wir ihnen aus dem Weg gehen, wenn sie gerade nicht hin sind. Eine ganz kurze Frage. Mhm. Sind wir jetzt auf einer anderen Ebene oder sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nee, wir sind, keine Ahnung. Aber wir sind eben also hochgekraxelt und ja, jetzt ist hier nochmal nach oben. Hallo? Mhm. Hallo. Oh, keine Ahnung. Echo. Gucken wir mal, ob wir uns dran vorbeischl. Oh. Hier standen die aber nicht hier drüben. Die waren früher alle auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Wir können ja auch wieder zurück und den Flur in eine andere. Nee, können wir nicht. Okay. Oh, das ist irgendwie anders als beim. Die sehen mich nicht. Sie haben mich nicht gesehen. Gut. Geil. Mach das mal da vorne in dem Raum. Ich glaube, die gucken ja direkt schon hierher. Haben wir kein Glück. Du vielleicht Rauchgranaten dabei? Warte, ich habe irgendeine Granate hab ich dabei. Nee, Stoßtrupp. Ach, das war der falsche Romulaner. Da, der hat den. Nee. Können wir nicht einfach so? Oder können wir links erstmal? Ja, suche dazu. Links. Aber wir müssen da rein. Können wir die nicht. Ach, hier, guck mal, das ist der Barnaby-Level hier. Ja, genau. Gar nicht wiedererkannt. Eben, da hinten. Wobei die Lüfter sind weg. Ja, stimmt. Oh Mann. Wir müssen trotzdem da hinten ran und irgendwas aus dem Dingsbums holen, aber. Wir können doch hier außen rumrennen, oder? Geht das nicht? Nein, einfach? Da geht's ja nicht. Nein, das ist ein geschlossener Raum. Ach so. Okay, nun mal zurück. Ich geh mal rein und mach ein unauffälliges Gesicht. Okay. Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, jetzt schießt deine Konsole. Ah, Mann. Ui. Aua. Durchgelassen haben sie mich. Aber kaum fest in den Computer an, ne? Ja, genau. Was ist denn mit der hier? Ich glaube, die brät noch. So. Ich bleib durch. Gut. Die da hat nichts mitbekommen, ne? Nö. 21. Jahrhundert, aber die haben die Leute nicht so gut gesehen. Achso. Sieht aus, als wenn bei den Konsolen immer diese Textur fehlt an der einen Seite. Eigentlich in der Mitte, oder? Ja. Der vorderen Seite, genau. Irgendwie zu schwarz. Ja. Mal gucken, was kommt. Genau. Noch haben sie einen Monat Zeit. Sir, wir sollten eine Induktionsspule auf dieser Ebene als Teil der Energiesysteme finden. Dann müssen wir den Subraumauslöser am Sensor-Array einfach manipulieren und wir können den Übergriff der Devidianer nachvollziehen. Wenn du das sagst. Ja, du stand da so, ne? Ach so, hab ich nicht gesehen. Kommen wir die... Hallo?
Nicht ansprechen am besten, ne? Was? Sie doch. Sollten in die Quarantäne gehen, bevor es noch schlimmer wird. Okay, dann aha. Gehen wir in die Quarantäne. Die Waffen sehen ja gerade aus, die leuchten richtig. Ja, manche Waffen haben irgendwie eigene Leuchtdingsbums. Das Grün sieht echt merkwürdig aus. Mhm. Ach. Sie da! Stehen Sie nicht einfach herum, kommen Sie her und fassen Sie bitte an! Leute sterben wie die Fliegen. Wie scheiß aus Fliegen. Leute sterben wie die Fliegen auf dieser Station. Das ist alles, was ich machen kann, um durchzuhalten. Wer sind Sie? McCoy, Leonard H. Als ob er sich jemals so vorgestellt hätte. Genau. Okay. Aber es ist nicht mehr der Zeitpunkt für Vorstellungen. Ich habe noch niemanden wie Sie vorher gesehen. Echt nicht? Spitze Ohren? Denk nochmal nach. Hm. Okay, egal. Das ist aber auch nicht mein richtiger Posten. Eigentlich sollte ich auf Landurlaub gehen. Jo, jo, klar. Jetzt helfen Sie mir oder gehen Sie mir aus dem Weg. Was passiert hier? Die Leute auf dieser Station sind von irgendeiner Art Krankheit betroffen. Blaue Blitze und Geistergeschichten. Es muss einen Grund dafür geben und wir müssen dann dem ein Ende setzen. Hier sterben Leute! Okay, was kann ich tun? Soweit ich das sagen kann, haben all diese Leute von seltsamen blauen Lichtblitzen berichtet. Jetzt sterben sie alle. Das ist schlimmer als der Tod. Ihr Verstand ist einfach weg. Was auch immer das für eine Krankheit ist, sie unterdrückt die Hirnaktivität in einer alarmierenden Rate. Es ist fast so, als ob die Energie zwischen den Neuronen irgendwie entfernt worden sei. Fortsetzen? Die blauen Blitze... Soll ich? Mach du ruhig, ja. Viel gelesen. Die blauen Blitze müssen mit einer seltsamen Strahlungsform zusammenhängen. Deshalb haben wir ein Sichtungszentrum eingerichtet. Dieser verrückte Ingenieur sagte, dass die Energieverteilerstation massiv abgeschirmt ist. Welche Art von Strahlung? Woher soll ich das wissen? Ich bin Arzt und kein Ingenieur. Dennoch, die blauen Blitze treten immer noch auf. Wir müssen die neurale Energie irgendwie ersetzen, ihre Gehirne irgendwie wieder anspringen lassen. Taktik, wie die Verstärkung eines ausgelaugten Schildgenerators? Ich denke, das ist eine Art, das zu betrachten. Aber das Gehirn ist viel komplexer und zudem ein empfindliches Instrument. Vielleicht ist das der Schlüssel. Das Gehirn könnte sich selbst wieder starten, wenn es entsprechend stimuliert wird. Geben Sie ihm die benötigte Energie und dann ein Stimulanz, um die Verteilung durch das Nervensystem zu erreichen. Fortsetzen. Ich muss wissen, wie viel neurale Energie die Überlebenden haben, sodass wir ausrechnen können, wie viel sie verloren haben. Dann müssen wir äußere Stimulatoren mit der richtigen Frequenz anwenden. Es ist kein Wundermittel, aber es könnte die Lebenden der Mannschaft retten. Die Leben der Mannschaft. Ja, genau. Ich guck gerade mal, ob ich das schon finde, weil da müssen wir auch wieder irgendwelche... Ah, ich hab's, genau. Angaben machen. Wer weiß, wie es sich auf zukünftige Ereignisse auswirken wird, wenn wir diese Leute nicht retten. Es scheint, als hätten wir keine andere Wahl, als den Menschen zu helfen, Sir. Okay. Kommen Sie, schnappen Sie sich einen Tricorder und prüfen Sie die neurale Aktivität bei einem dieser Überlebenden. Schreiben Sie Ihre Messungen auf. Wir müssen den Unterschied zu einem gesunden Hirn rechnen und die richtige Frequenz zur Hirnstimulierung bestimmen. Ein normales menschliches Gehirn hat ein Ruhepotenzial von minus 70 Millivolt. Wenn Sie einige Messungen haben, werden wir einen äußeren Simulator kalibrieren und versuchen, einige dieser Leute wiederzubeleben. Fortsetzen. Ach, redet ja viel. Naja, dafür, dass so viel zu tun ist. So, Neurale muss das scannen. Spezifische Anzeichen ablesen. Ruhepotenzial des Neurons scannen. Neuronenruhepotenzialanzeige minus 60 Millivolt. Normales menschliches Neuronenruhepotenzial minus 70 Millivolt. Genau. Gut, ich habe hier noch einen. Da sind noch mehr Texte darunter, ne? Neurale Natrium-Kalium-Pumpenlevel scannen, Gottes Willen. Genau. Inneres Neuronen-Natur. Egal, das, was da steht. Äußere Kaliumlevel erhöht. Neuronen beschränken auf plus 15 Millivolt aktives Potenzial. Normales menschliches aktives Potenzial plus 30 Millivolt. Gut. Also ich versuch's jetzt nochmal.
inneres Neuron-Natrium-Ionen-Level erhöht. Natrium-Kalion-Pforten geschädigt. Da. Nur damit der Versuch auch gilt. Nach ungewöhnlicher neuraler Aktivität scannen. Natrium-Kalium-Pforten durch gewaltsame Ionenbewegungen beschädigt. Mögliche Ursache: plötzliche Veränderung der neuralen Spannung. Prognostizierte Ergebnisse: Halluzination, Verlust der motorischen Funktion, Schädigung des Nervensystems. Mhm. Nummer 1 ist durch. Nächster. Oh Gott. Die haben aber alles dasselbe. Warte mal, ich versuche so. Den Scotty, würde ich sagen. Den McCoy abzu. Genau. Auf was warten Sie? Holen Sie diese Messung. Haben wir doch. Einer fehlt noch. Wahrscheinlich hier. Hier ist noch ein I. Ah ja. Bereit, etwas Neurochirurgie zu probieren? Wo? Da hinten? Nee, ich stehe. Das ist gerade aufgeploppt. Ich hab nix. Achso. Bereit, etwas Neurochirurgie zu probieren? Ergebnisse prüfen. Äußeren Stimulator. So. Stellen Sie die Spannung für das Ruhepotenzial ein. Minus 70 Millivolt war das, glaube ich. Ja. Genau. Stellen Sie die Spannung für das Aktionspotenzial her. Plus 15? Plus 30? Plus 30. Stellen Sie Natrium-Kalium-Kanalstadien ein. Oh je. Natrium innen, Kalium außen, Natrium innen, Kalium außen und innen, Natrium außen, Kalium außen, Natrium außen, Kalium außen. Oh Gott. Ich spick grad mal. So, Sodium Potassium, Sodium External, Potassium, versuchen wir es. Kann ja nichts schief gehen. Ja, wo ist er jetzt? Ach, da. Ah. Reden Sie mit McCoy. Ah. Ich fühle mich seltsam, aber besser. Geil. Ja, wunderbar. Aber das ist erreicht, was wir wollten. Jetzt rennt er weg. So, jo, finden Sie eine Induktionsspule. Okay. Der eilige Doktor. Da läuft er. Hinterher! Wo geht's da lang? Links oben, okay. Ja. Die Karte zeigt nichts an, deswegen. Nun, Captain, es scheint, als wäre wieder alles in Ordnung. Wie spricht er? Ach, da ist er. Ach, da. Eine kleine Frau Fui. Kendra Reavers. Ich bleib da einfach stehen. Jetzt müssen wir die Induktionsspule finden. Bis auf die Knochen. Ja, irgendwie müssen wir jetzt, glaube ich, mit Scotty reden, ne? Nee, der kommt erst in der nächsten Episode. Ich glaube, wir müssen einfach nur so ein Ding stehlen. Ist jetzt zweimal? Ja, wir müssen nochmal in die Vergangenheit reisen, um die Ursache zu zerstören. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Moment. Ich bin im Süden. Ab in den Süden, dem Toni hinterher. Hey, jo, was geht? Den Toni hinterher. Auch schon mal die Induktionsspule aus und leisen wir mal. Geben Sie ja wieder zurück, Hops, oder? Meine genau. Hand hier umgerannt. Komm wieder mit, ich hab's. Brennt hier irgendwie nur im Kreis, habe ich das Gefühl. Kein Problem, mach du mal, ich baue mal. Ich weiß gar nicht, wo bist denn du hier? Super, mit der integrieren. Da. Es funktioniert so, es lebt, nein, Entschuldigung. Der Mitte hat die aktiven Scanner für die Station justiert. Was entnehmen Sie diesen Messungen? Die Abbildung zeigt, dass die Station mit triodischer Strahlung durchflutet wird. Die Strahlung kommt vom Griffenkometen. Der Komet selbst emittiert riesige Mengen triodischer Energie. Die Dividianer müssen erkannt haben, dass dies eine natürliche Energiequelle ist und nutzen sie als einfache Möglichkeit, um eine Synchronisation mit uns zu erreichen. Das ist wie ein Kielwasser eines Schiffs auf dem Wasser zu fahren. Aber das ist nicht alles, was sie tun, Sir. Sie nutzen die triodische Energie und reichern sie mit Chronitonpartikeln an. Damit können sie genügend Energie haben, um die gesamte Station aus der Phase zu ziehen. Vielleicht sogar den gesamten Sektor. Wir müssen sie aufhalten. Fortsetzen. Der Komet ist der Schlüssel, Sir. Aber ohne Schiff können wir nichts gegen den Kometen ausrichten.
Und ich glaube nicht, dass ein Schiff des 23. Jahrhunderts den Job erledigen kann. Genau. Mit diesen Informationen ist es klar, dass wir eine Lösung finden müssen, um den Driftenkometen zu zerstören, Sir. Wir können einen der Hilfsreaktoren synchron zum Supramente verwenden, den wir auf der Station haben, um ein temporales Portal zu schaffen, das uns zurück in unsere Zeit bringt. Wenn wir zurück sind, müssen wir uns melden und eine Möglichkeit finden, ein Schiff zurückzunehmen, um den Kometen zu zerstören. Zurück in die Zukunft. Genau. Da, 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 da. Genau. Ja, dann suchen wir mal den Hilfsdingsbums. Jetzt glaube ich hier drüben. Aber ich dachte, wir hätten die Station jetzt repariert. Warum blitzt es immer noch blau? Weil sie es kann. Okay. Oh, es ist hell. Du kennst doch den Spruch. Warum leuchtet es blau? Nee, ja. Was tut's? Es leuchtet blau. Genau. Aber es war grün, glaube ich, ne? Egal. Reaktor auf. Richtig. Echt blau, richtig, okay. Reaktor auf triolisches Portal umleiten. Was macht deine Lita da? Das, was dir Spaß macht. Achso. Demidiana! Servus. Ups. Da war eben ja. Dings, die ich weggeklickt habe, versehentlich. Ja, ich zum Glück jetzt noch nicht, aber die kam irgendwie im ungünstigen Moment. Wir haben noch ein weiteres Problem. Wir haben so viel triolische Energie absorbiert, dass eine erneute Reise durch das Portal diese Strahlung giftig machen könnte. Normalerweise würde ich das einfach mit Hyronalin ausspülen, aber unsere medizinische Ausrüstung sind nicht gegen Phasenverschiebung geschützt. Unsere, oh Gottes Willen, unser Hyronolin-Vorrat ist vermutlich bereits bestrahlt. Solch ein Problem hat man nicht oft. Wir brauchen große Dosen an Hyronolin, um die vorhandene triolische Strahlung zu binden und um uns für den Rückgang durch das Portal zu schützen. Es gibt eine Person, die das vielleicht für uns besorgen kann. Hey, ich glaube, ich kenne die Person. McCoy, warum große Dosen? Tut sich auch kleine Hypospreis? Ja, große Dosen, kleine Hyposprays. Das war jetzt sehr weit hergeholt. Gibt's nur hier in Drosana Quartier. Ah, Hilfe. So, reden Sie mit McCoy. Brauchen Sie noch etwas? Ja. Also, erstens. Ich habe da so eine Liste vorbereitet. Nein. Also, ich habe einen Freund, der ein bisschen zu viel triolische Energie abbekommen hat und etwas Hyronalin gebrauchen könnte. Mhm. Ein Freund. Bei all den Strahlungseruptionen, mit denen die Station zu tun hat, werden wir vielleicht selbst in eine Hyronalin-Knappheit hineinlaufen. Vielleicht kann ich ein Hypo abzweigen, aber wenn ihr Freund Strahlung abbekommt, ist er oder sie bereits auf der Station. Gott, wie unauffällig dieses Gespräch ist. Ich brauche eine doppelte Dosis, um eine erhebliche Menge der triolischen Strahlung auszuschwemmen. Sie sollten niemals Ihrem Arzt oder Ihrem Barkeeper anlügen. So viel Strahlung würde bedeuten, dass Sie mit etwas Kontakt hatten, das näher am Mittelpunkt liegt, zum Beispiel das Herumspielen mit triolischen Wellen. Sie brauchen kein grünes Blut und spitze Ohren, um zu wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Aber als die Leute aus dieser Station es wirklich brauchen, dann kamen sie, ja? Aber als die Leute auf dieser Station es wirklich brauchten, da kamen sie. Okay. Ich weiß das zu schätzen. Ich denke, dass ich einige Dosen abzweigen kann. Lassen Sie sich das nur nicht den Captain der Station hören. Danke. Okay. Sehen Sie, Ja. Mach du. Nee, du. Okay. Nee, ich bestehe darauf. Sehen Sie, ich bin nicht sicher, wer Sie sind oder woher Sie kamen, aber ich schaue meinen Geschenkengaul nicht ins Maul. Ich bin nur ein alter Landarzt, aber ich bin schlau genug, um nicht zu viele Fragen über eine kleine unerwartete Hilfe zu stellen. Sie sollten hier vielleicht nicht noch länger herumlungern, sonst fangen die Leute an, Fragen zu stellen. Ich werde diese äußeren Stimulatoren einen guten Zweck zuführen. Und danke, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet.
Ja, wunderbar. Weiter. Wir können das Portal zurück zu unserer Zukunft, Zeit nehmen, wenn immer Sie bereit sind, Sir. Kehren Sie in Ihre eigene Zeit zurück. Das ging auch gut. Ich hätte eigentlich gedacht, wir gehen noch zu irgendeinem Portal, oder? Ich dachte schon gerade, wie groß bist du auf einmal? Gewachsen in der Vergangenheit. Ja. Wächst mit einer Herausforderung, ne? Ja, klar. So, kehren, ja, hab ich doch. Abgeben. So, Driffin's Comet is the source of the Triolic Radiation. Interesting. That explains a great deal. We cannot simply destroy it in our time. The Davidians have the means to go back to the 23rd century and harness its energy there. However, that will be their only other chance. Before that, there's no Drozana station, so there's no place that will be close enough to the comet's trajectory to be of use to them. The only logical solution is to alter the past, destroy the comet there, and save the Empire. As it happens, I have access to a way to transport your ship back to the 23rd century. It's dangerous, but the alternative is much worse. Check in for new orders regularly. I will let you know when we are ready for this operation. Jo, Belohnung annehmen. Congratulations, Admiral. Level 50. Yes, 49. 50. Cheater. 50. Ne, ich bin 49. Sowas. Ja, dann bedanke ich mich beim Toni. Immer gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummel, Mos, Mos. Und nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Genau. No.